Entscheidende Frage für dieses ganze Thema ist, und darum sind wir ja auch hier, wie sind Sie eigentlich zum Lette-Verein gekommen? Das war sehr einfach in unserer Familie. Ich habe 1950 im März Abitur gemacht und es war klar, dass ich eine Berufsausbildung brauchte. Medizin konnte ich nicht studieren, das war mein großer Wunsch, weil wir kein Geld mehr hatten. Aber ich hatte eine Cousine, die war im Lette-Haus ausgebildet worden als, Sie sagen heute, Metallografin. Damals war es die Metallurgin, ja, das war anders. Und die wohnen in Berlin und die Wohnung war nicht ausgebombt. Das war eine von diesen riesen Berliner Wohnungen. Und Onkel und Tante und die Cousine haben mich eingeladen, dass ich da wohnen kann. Es war in Wilmersdorf, in Gehentfernung vom Lette-Haus. Wie sah die Ausbildung aus? Also in Erinnerung habe ich sehr gut unsere Semesterleiterin, das war Frau Alice Paterna, die hat uns eingeführt in die Laborarbeiten und das hat uns sehr fasziniert, dass wir endlich mal etwas Vernünftiges getan haben und was gelernt haben. Sie hat dafür gesorgt, dass wir präzise arbeiten, dass wir pipettieren können. Ja. Dann gab es, was mich sehr beeindruckt hat, einen sehr guten fotografischen Unterricht, aber ich habe sehr viel davon gehabt. Ich habe also denke ich, gut fotografieren gelernt. Wofür war denn dieses Fotografieren? Also als MTA sagt man heute... Die MTA braucht unbedingt die Fotografie. Das würde ich auch immer weiter unterstützen. Sie ist vielfältiger einzusetzen, die MTA. Ja? In der Pathologie zum Beispiel, da werden Organe oder auch Überreste von Menschen fotografiert. Oder Situation oder, ja, wie nennt man das, in situ Situation, ja, Aufdeckung von Krankheitsursachen. Dann die mikroskopische Fotografie ist heute völlig anders, als wir es damals gelernt haben. Das war also die Ausnahme. Wir haben eher Zeichnen am Mikroskop gelernt. Das ist auch ganz wichtig gewesen. Dann in der Fotografie, in der Humangenetik, in der ich nachher gelandet bin, wurden Vaterschaftsgutachten gemacht, da wurden Gesichter fotografiert und ausgemessen, ja, bevor man mit der Gentechnik jetzt nachweisen kann, dass man... Das heißt, heute ganz anders, ne? Heute ist es völlig anders, da hat man das ganz vergessen. Ja. Nicht? Also es wird ganz vielfältig wird das gebraucht. Aha. Wie waren denn diese Klassen zusammengesetzt? Das war ja auch eine interessante Mischung. Ich schätze, wir waren 40 oder 45 Frauen ohne Männer, weiß ich noch. Und ein guter Teil, also bestimmt die Hälfte, waren ältere Frauen, die ja zum Teil Witwen waren nach dem Krieg, ja, die dann sich besonnen haben, die Kinder waren dann herangewachsen, sodass sie die allein lassen konnten, die sich besonnen haben und haben eine Berufsausbildung gemacht. Wie ist denn diese Ausbildungssituation, das Klima im Letteverein gewesen? Wie erinnern Sie sich daran? Also wir haben uns unglaublich wohl gefühlt in dieser Atmosphäre. Und dazu haben auch beigetragen zum Beispiel der Professor Christiansen, den habe ich gut in Erinnerung, das war ein älterer Professor, der hat Bakteriologie unterrichtet und der konnte einfach mit jungen Leuten umgehen. Mhm. Nicht? Und der hat uns da sicher gemacht, dass das richtig ist, wie wir impfen auf die Platten und wie wir die identifizieren und im Mikroskop, nicht? Und auch einfach präziser arbeiten. Sie haben dann Ihr Ziel verfolgt weiter, haben aber nicht sofort studiert, sondern Sie haben dann was gemacht. Ich bekam eine Stelle in Bern vermittelt von dem Röntgenologen und bin da nicht ganz ein Jahr geblieben, habe vorzeitig dort abgebrochen, weil ich da nichts lernen konnte. Und da habe ich dann kurzfristig gesagt, da wollte ich nicht mehr bleiben. Und dann bin ich in ein Krankenhaus in der Lüneburger Heide gegangen. In diesem Haus kriegte ich die Röntgenabteilung und das Labor. Mhm. Und übernahm das. Der gute Chef, den ich besucht habe, als ich mich vorstellte, der hat meine Papiere angeguckt und hat gesagt, ach, eigentlich interessieren mich Ihre Papiere nicht. Haben Sie Humor und lachen Sie gerne? Und da habe ich gesagt, ja. Und dann durfte ich kommen. Und das war genau richtig. Und diesem Mann verdanke ich, dass er mich eingeführt hat in die Ziele des ärztlichen Handelns, dass ich mit in den OP genommen wurde, dass ich in seinem Team aufgenommen wurde.
Nicht? Und da habe ich mich also unglaublich wohlgefühlt und durfte mich entwickeln. Nicht? Und in eine Verantwortlichkeit hineinwachsen. Mhm. Und der hat dann später mit meinen Eltern gesprochen und hat meinem Vater dann auch zugeredet, mein Vater war da 68 Jahre alt, dass er mich noch studieren lässt. Und ich musste versprechen, dass ich das Studium so schnell wie möglich und so gut wie möglich mache und dass ich in den Semesterferien so viel wie möglich als MTA arbeite und Geld verdiene. Mhm. Sie sind ja dann nach dem Studium, haben nicht als Ärztin gearbeitet. Nein, ich habe die Medizinalassistentenzeit gemacht, auch in Berlin. Ich bin wieder in Berlin gewesen, in Lichterfelde und im Marienkrankenhaus für 8 Monate insgesamt in Berlin. Und dann habe ich in Berlin meinen Chef kennengelernt, den zukünftigen Chef, Professor Vogel. Und der brauchte eine MTA, ja, im Hinterkopf, ja, ausgebildet als Ärztin für den Aufbau eines Chromosomenlabors. Ich habe dann ein Stipendium gehabt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft für 3 Monate in Freiburg, um die Chromosomendiagnostik zu lernen. Das hat sehr gut geklappt und im Februar 1964 habe ich meine ersten Chromosomenanalysen gemacht. 1967, habe ich gestern erzählt, hat der erste Gynäkologe in New York in den schwangeren Uterus hineingestochen und hat die Zellen dann gezüchtet und eine Trisomie 21 gefunden. Und 1973 gab es die Änderung des Paragraphen 218. Und das hat natürlich alles mit der Emanzipation der Frau zu tun, mit dem neuen Selbstbestimmungsrecht. Und es wurde ihr, der Frau, überlassen, wie sie sich entscheidet, ob sie dieses Kind haben will oder ob sie das Kind nicht haben will. Und diese Verteidigung, ja, ich war ja mit eingeschlossen in die Diagnostik. Wir fingen dann 76 an mit der Pränataldiagnostik, war ich mit eingeschlossen, weil ich ein Gutachten schreiben musste. Sie sind ja in so Ethikkommissionen dann auch reingekommen. Ja, ich bin aufgenommen worden als Mitglied in der Forschungsgemeinschaft der evangelischen Studien, nein, in der, wie heißt das, FEST, Forschungsgemeinschaft evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg. Ich hatte mit 2 Theologen Kontakt, mit Professor Hübner und Professor Ritschel. Und in der FEST wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, Ethik und Humangenetik. Da haben die mich eingeladen und da bin ich regelmäßig gewesen. Das war eine Wochenendveranstaltung. Das war 79. Und 79 bin ich mit in Boston gewesen. Da war ein großes Treffen im MIT, Theologen und Wissenschaftler. Und da hatte ich ein Statement abzugeben über Pränataldiagnostik, über unsere Haltung dazu. Das habe ich gemacht in Englisch und habe dann daraufhin meine allererste Arbeit über die ethischen Probleme geschrieben. Das ist 79. Mhm. Und das hat mich dann gar nicht mehr losgelassen. Mhm. Nicht? Und es war auch ein faszinierendes Thema. Ja.